Warum der Citroën EC4X alle anderen E-Autos in den Sack steckt, verrate ich euch jetzt. Nachdem wir letztes Wochenende das erste Wochenende über 30 Grad hatten und die einen oder anderen von euch vielleicht schon wieder an den nächsten Sommerurlaub denken, möchte ich euch meine Erfahrungsberichte vom letzten Sommerurlaub mitgeben. Denn da bin ich auf ein Auto gestoßen, das bei uns echt unter dem Radar läuft, aber eigentlich der Konkurrenz einiges voraus hat, der Citroën EC4X. Warum das Auto so besonders ist, das zeige ich euch mit den Aufnahmen von meinem Hüttenurlaub letztes Jahr und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Los geht's! Ja, liebe Freunde von Icario, es gibt ja E-Autos wirklich für jeden Geschmack. Manche legen auf das eine Detail Wert, manche auf das andere, aber das perfekte E-Auto, das gibt es ja eigentlich nicht. Der Citroën EC4X ist aber ein ganz besonderer Fall, denn er hat gemeinsam mit einigen E-Autos der Luxusklasse ein Alleinstellungsmerkmal. Und das ist natürlich das Thema Fahren, denn während andere E-Autos natürlich versuchen, das höhere Gewicht mit einer straffen Federung auszumerzen bzw. zu neutralisieren, geht der Citroën EC4X einen anderen Weg. Also ich kenne kein anderes E-Auto dieser Preisklasse, das wirklich diesen Fahrkomfort bietet wie der Citroën EC4X. Natürlich kann man andere E-Autos finden, die ähnlich komfortabel sind, aber die beginnen dann in einer Preisklasse ab 70.000, 80.000 Euro aufwärts. Der Citroën EC4X ist in der Preisklasse um die 40.000, 45.000 Euro angesiedelt und bietet aber einen Fahrkomfort wie ein Mercedes EQE. Gleichzeitig bietet er etwas, was man nicht sehr oft bei anderen E-Autos findet, nämlich einen stinknormalen Kofferraum. Ja, liebe Freunde, ihr wisst, besser geht's immer mit der Unterstützung von Freunden. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann checkt euch die ersten beiden Links in der Beschreibung. Da geht's zu InstaDrive, da könnt ihr euch Fahrzeuge im Langzeitabo checken oder einfach mal schauen, wie viel so ein E-Auto in der Langzeitmiete kosten würde. Ihr könnt euch auch, wenn ihr E-Auto fahrt, hier die THG-Quote zurückholen. Also echt eine super Seite, einfach mal reinchecken und so diesen Kanal mit unterstützen, mir ermöglichen, dass ich weiterhin die Videos für euch mache. Und jetzt geht's weiter in diesem Video. Ich konnte mit dem Fahrzeug einen kleinen Familienurlaub machen, 3 Tage auf einer Almhütte und da muss natürlich alles Mögliche eingepackt werden und alles Mögliche mit. Und ich konnte diesen Kofferraum wirklich schätzen lernen, denn da geht ordentlich was rein. 510 Liter Laderaum stehen hier zur Verfügung. Natürlich ohne, dass die Heckklappe hier mit aufgeht, die bleibt geschlossen. Und infolgedessen muss man natürlich auch mit Einschränkungen rechnen, denn diese Scharniere hier, die bahnen sich natürlich ihren Weg in den Laderaum und da muss man aufpassen, dass man keine anderen Gegenstände hier zerdrückt, die hier eingeladen sind, wenn man versucht, den Kofferraum zu schließen. Das musste ich lernen. Das ist natürlich bei einem Kofferraum, bei einem normalen Laderaum hier so. Aber war natürlich überhaupt kein Problem. Es passte alles rein, was wir mitnehmen wollten. Voilà! Und da steht wirklich ein ordentlich großer Laderaum zur Verfügung. Klappst du dann noch die Rücksitzlehnen um, hast du 1360 Liter Laderaum zur Verfügung. 510 Liter sind so. Wenn du den Kofferraumboden nach oben klappst, da gibt es noch ein kleines Staufach, wo die wichtigsten Dinge wie vielleicht das Pannendreieck oder das Verbandszeug Platz haben. Das Ladekabel geht sich vielleicht auch knapp aus, ein kleines schlankes Ladekabel. Aber es ist hier noch ein Subwoofer verbaut, der für ordentlich Klang sorgt. Aber der nimmt doch einiges am Platz weg. Also kann man diesen Raum unter dem Laderaumboden nicht zu 100% optimal nutzen. Aber trotzdem ist es lässig, hier wieder mal einen Laderaum, einen Kofferraum zur Verfügung zu haben mit einem Kofferraumdeckel, der ganz leicht und easy zuschwingt, ganz ohne Kraftanstrengung. Also das ist wirklich super smooth, wie das Ganze funktioniert. Und ich finde auch, das Design hat ordentlich dazu gewonnen und profitiert von diesem neu gestalteten Heck. Also das sieht einfach super smooth und elegant aus. Ich finde wirklich, das Fahrzeug hat gewonnen durch diese Neugestaltung des Hecks. Es ist eine elegante Erscheinung, eine dynamische Erscheinung. Auch dieser schwarze Streifen hier unten rum, der vermittelt einfach Dynamik. Also das macht das Auto einfach schlanker, dynamischer. Und vermittelt auch diesen SUV-Charakter, diesen Offroad-Charakter, den das Fahrzeug mit sich bringt. Außerdem ist das Fahrzeug hier sehr unempfindlich gegen Stöße und Schläge und Steinschläge und Ähnliches, also insofern nur Vorteile. Auch die schwarzen Umrandungen der Radkästen, finde ich, machen das Rad nochmal größer, es ist nochmal dynamischer, es wirkt doch tatsächlich wie ein Offroader,
Die Räder wirken einfach sehr, sehr groß und das macht das Fahrzeug durchaus sehr, sehr dynamisch. Hier das Design der Heckleuchten nochmal, diese auseinanderlaufenden Lichtleisten und das sehr selbstbewusste Citroën-Logo, der Doppelwinkel hier am Heck mit dem Schriftzug Citroën drunter und auch natürlich EC4X ganz prägnant hier an der Heckklappe. Also grundsätzlich ein sehr interessanter, sehr toller Gesamteindruck des Fahrzeugs. Die Türen schließen übrigens auch sehr leicht und leise. Also hier ist keine Spur von irgendwelchen Blechdosenflair. Das ist wirklich alles sehr hochwertig. Ein ganz besonderes Citroën-Merkmal sind natürlich immer diese farblich abgesetzten Elemente hier an der Seite. Das siehst du auch bei anderen Citroën-Fahrzeugen. Also ich könnte ja irgendwie darauf verzichten. Andererseits macht es das Auto irgendwie auch zu etwas Besonderem und erhöht natürlich den Wiedererkennungswert. An der Front siehst du natürlich auch den Doppelwinkel hier im Lichtdesign, die beiden Lichtleisten, die hier schräg auseinanderlaufen. Natürlich etwas eigenwillig hier dieses Set an Scheinwerfern, das hier zur Verfügung steht. Unten dann nochmal der Nebelscheinwerfer und der Kühlergrill, der überall offen ist, also wiederum nichts E-Auto-spezifisches. Da merkt man schon, dass der C4 natürlich in konventioneller Antriebsform gebaut wird. Ja, hier leuchtet mal alles, was leuchten kann. Also wirklich Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer und so sieht das Ganze dann aus. Also wirklich eine eindrucksvolle Lichtphalanx, die hier auf einen zukommt. Es gibt einen Abblendassistenten, also das Fernlicht schaltet automatisch ab. Vielleicht eine halbe Sekunde zu spät immer, wenn der Gegenverkehr kommt, hätte ich wahrscheinlich eine halbe Sekunde immer früher abgedreht. Aber die Abschaltung erfolgt sehr zuverlässig und dafür gibt schon mal einen Daumen nach oben für Citroën. Ja, schauen wir pro forma auch mal unter die Fronthaube, die Abdeckhaube vorne. Hier gibt es tatsächlich nur Technik. Auch der Motor ist hier natürlich an der Vorderachse verbaut. Er ist halt genau der Platz, der dem Verbrennungsmotor normalerweise zusteht oder zugestanden ist. Ist hier jetzt ausgefüllt mit Elektrotechnik, also kein Frunk, kein Stauraum vorne. Auch natürlich die SUV-Fähigkeiten des Fahrzeugs konnten wir bei unserem Hüttenurlaub testen. Die Bodenfreiheit ist mit ca. 16 cm durchaus ausreichend. Also Freunde von uns, die Hütte dort gemietet hatten und uns eingeladen hatten, die hatten erzählt, dass sie mit ihrem Golf tatsächlich schon einmal aufgesessen sind. Also da muss man doch einige Furchen drüber hinwegfahren und mit diesem Fahrzeug natürlich überhaupt kein Problem. Es ist ein Fronttriebler, das heißt, hier steht nicht Allradantrieb zur Verfügung, was natürlich noch besser wäre bei einem so derartigen Einsatz. Aber auch mit dem Frontantrieb gab es überhaupt keine Probleme, hier nach oben zu kommen. Aber die erhöhte Bodenfreiheit, die hat wirklich Vorteile gehabt. Ich habe überhaupt nie irgendwelche Bedenken gehabt, hier mit dem Fahrzeug Probleme zu bekommen. Ja, und der eine oder andere wird tatsächlich hier diese erhöhte Bodenfreiheit des Citroën EC4X wirklich schätzen, denn damit bügelst du einfach alles weg. Ja, für alle, die wissen wollen, wie es sich nun sitzt im Heck, im Fond des Citroën EC4X, muss sagen, da kommt das Familienauto wieder durch, denn ihr seht hier 20 cm Kniefreiheit. Der Sitz vorne ist auf mich eingestellt, also wirklich überhaupt kein Problem. Auch die Kopffreiheit, wenn ich hier sitze, 10 bis 12 cm, das ist über jeden Zweifel erhaben. Da können auch 1,80 Meter, 1,85 Meter Personen problemlos hinten sitzen. Auch die Höhe der Sitze ist komfortabel. Hier müssen wir nicht mit stark angewinkelten Beinen sitzen, sondern da sitzt es sich wirklich angenehm. Es gibt Fächer hier in den Lehnen des Vordermannes. Die Polsterung ist ausreichend komfortabel. Es gibt eine Armauflage hier in der Mitte und sogar eine Durchlademöglichkeit, dass ich hier längere Gegenstände mitnehmen kann. Ich habe USB-C, USB-A hier für die Frontpassagiere ebenfalls. Aber natürlich so Displays und fancy Zeugs, ja, das brauchst du dir hier im Citroën EC4X nicht erwarten. Braucht man aber eigentlich auch nicht. Die Urlaubsfahrt war trotzdem sehr erfolgreich. Wie gesagt, die Jungs haben sich nicht beschwert und haben eher sogar den Komfort hier hinten gelobt. Und ich finde auch wirklich, dass das alles durchaus passt. Man sieht trotzdem ausreichend gut nach vorne, fühlt sich nicht eingeengt. Ich finde das sehr gut und so lässt es sich reisen.
Vielleicht, was man erwähnen könnte, man muss die Beine doch schon sehr stark nach oben heben, um über diesen Wulst drüber zu kommen, um hier ordentlich aus- und einsteigen zu können. Aber das ist eher der Bauart geschuldet als sonst was und ist halt ein SUV. Ja, hier im Innenraum des Citroën EC4X dann eine Mischung aus Avantgardismus einerseits und auch Tristesse auf der anderen Seite, denn die Farbgestaltung hier ist natürlich alles grau in grau, einzig hier ein blauer Streifen in der Seitentür sorgt für einen farblichen Akzent. Andererseits, warum hat man außen diesen roten Akzent, dann auf der Innenseite diesen blauen Akzent, passt irgendwie auch nicht zusammen. Ansonsten irgendwie alles grau in grau. Trotzdem macht Citroën hier irgendwie wieder was anders. Zum Beispiel hat man hier diesen berühmt-berüchtigten Tablet-Halter, wo es dann eine spezielle Halterung für das Tablet gibt, wo man das Tablet dann hier reinrasten kann und dann der Beifahrer kann während der Fahrt hier Filme genießen oder irgendwas am Tablet machen. Durchaus spannend. Dann gibt es hier eine Schublade, wo man auch das Tablet wunderbar verstauen kann. Eine ganz flache, aufgehende, herausfahrbare Schublade zusätzlich zum Handschuhfach. Und das war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Avantgardismus. Alles andere, was man hier sieht, ist zwar nett anzusehen, aber trotzdem Brot und Butter. Auch die grafische Gestaltung der Displays, das ist alles ziemlich basic und erinnert eher an Schulbücher der Volksschulzeit als an irgendwelche fortschrittlichen Bediensysteme oder Benutzeroberflächen. Wenn man daran denkt, was Peugeot hier veranstaltet mit den 3D-Cockpits, dann wundert man sich, warum das bei Citroën überhaupt keinen Niederschlag gefunden hat. Am Abend fallen natürlich die beiden LEDs auf, die dieses rauteförmige Display hier hinterleuchten. Da muss man dann aber auch immer wieder mal im Hauptdisplay die Helligkeit zurückstellen, weil das dann doch ziemlich hell leuchtet. Hat aber irgendwie was Martialisches, so eine hinterleuchtete Säule links und rechts hinter dem Display, sieht irgendwie nett aus. Aber andererseits wieder diese Bediensysteme, diese Menüstruktur, das ist alles sehr, sehr einfach gemacht und da wünscht man sich vielleicht etwas mehr Finesse. Hier in der Mittelkonsole gibt es halt diesen Fahrstufen-Wählhebel, wo man seine Fahrstufen einlegen kann. Hier gibt es auch einen Knopf, der für die stärkere Rekuperation zuständig ist. Und da es ja auch ganz angenehm ist, mal dahin zu segeln, ist man immer wieder verleitet, hier den Finger, die Hand nahe des B-Knopfs zu lassen und dann immer wieder bei Bedarf die stärkere Rekuperation einzuschalten und dann wieder wegzuschalten. Also ich habe mich zumindest dabei ertappt, dass ich hier den Zeigefinger immer in Nähe des B-Knopfes hatte und dann immer wieder mal hin und her geswitcht bin. Ob das im Sinne des Erfinders ist, weiß ich nicht. Da hätte man dann wahrscheinlich irgendwelche Wippen am Lenkrad oder eine Taste am Lenkrad lieber gehabt. Drive Modes sind natürlich drei verschiedene erhältlich, Sport, Normal und Eco. Wobei, wenn du das Fahrzeug einschaltest, hast du immer Normal ausgewählt. Das heißt, mein erster Tipp ist dann gleich mal hierher auf den Sportknopf, denn mit dem Normalmodus fällt das dann doch schnell mal auf, dass hier doch Leistung weggenommen wird und das Fahrzeug fühlt sich eher träge an. Da will man dann doch die volle Power, die 136 PS, die zur Verfügung stehen haben und nicht 99 oder 80 oder sonst was. Ich bin auf einen Durchschnittsverbrauch von 13 Kilowattstunden gekommen. Wenn ich das Strompedal gestreichelt habe, dann sogar mit einer 12 vor dem Komma. Also das ist schon sehr, sehr günstig. Auch auf der Autobahn bei 130 km/h Tempomat bin ich nicht über einen Durchschnittsverbrauch von 21 Kilowattstunden gekommen. Also das ist für mich in Ordnung. Da muss man nicht meckern. Natürlich könnte der Akku größer sein, um noch mehr Reichweite zu generieren, aber trotzdem ist das für meine Begriffe in Ordnung für ein Fahrzeug dieser Größenkategorie und auch dieser Preisgestaltung. Ja, da passt das. Die Sitze sind wirklich sehr komfortabel, also da gab es überhaupt keine Beschwerden. Auch auf der Rücksitzbank, die Kids hinten haben gesagt, sie haben wirklich super viel Platz gehabt. Meine Jungs sind 17 und 19 Jahre, das heißt, die brauchen schon auch ein bisschen Platz für die Beine. Und das hat super gepasst bei denen, auch auf der Urlaubsfahrt war hier überhaupt kein Meckern zu vernehmen. Das geht in Ordnung. Machen wir jetzt mal unsere berühmt-berüchtigte Navigation nach Berlin. Ich probiere es erstmal mit der Sprachwahl. Navigiere nach Berlin.
Navigiere zum Ziel Berlin. Ja, cool. Berlin hat's verstanden und fängt gleich an, die Navigation zu berechnen. Jetzt ist das im Gange. Beste Route wird gesucht. Einschließlich Mautstraßen, alles klar, natürlich. Die Route läuft, alles klar. Hier sehen wir, dass wir Ladestopps brauchen, um unser Ziel zu erreichen. Ladestopps entlang der Route suchen, das war jetzt sehr schnell angezeigt. Um Ihr Ziel zu erreichen, ist ein erneutes Aufladen erforderlich. Ladestation entlang der Route suchen. Ja, machen wir. Dann, okay, dann werden wir die Einstellungen ändern. Typ 2 CCS, jawohl. Hier kann ich die Stecker auswählen. Ich hätte mir hier gewünscht, dass man wirklich sich nur auf CCS beschränkt und dann zum Beispiel auch die Ladeleistung zumindest noch auf 70 kW Untergrenze einstellen könnte. Aber das ist nicht der Fall, egal. Hier wird zum Beispiel in 15 Kilometer eine Ladestation vorgeschlagen. Ich habe jetzt gerade einen Ladestand von 22%, seht ihr hier. Und das ist natürlich zu wenig, um hier ordentlich Meter zu machen. Das heißt, in 15 Kilometern wird hier gleich mal zu laden sein. Allerdings hat es mir durch das Auswählen dieser Ladestation den Rest der Route nach Berlin wieder rausgekickt. Das heißt, ich muss, wenn ich dort angekommen bin, wieder die nächste Strecke auswählen bzw. zur nächsten Ladestation dann mich handeln. Ist aber immer so etappenweise. Das heißt, die komplette Route mit allen Ladestopps, die kann ich mir hier nicht anzeigen. Ich weiß auch dann im Endeffekt nicht, wann ich tatsächlich ankomme. Ich weiß nicht, wie lange ich beim nächsten Ladestopp laden muss. Also das wäre natürlich etwas besser möglich, muss man so sagen. Andererseits, man kommt sicherlich auch ans Ziel auf diese Art und Weise. Allerdings ist das so eine Hybrid-Twitter-Lösung, also nicht Fisch, nicht Fleisch. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass das etwas smoother geht, dass hier wirklich die komplette Route dann inklusive Ladestopps angezeigt wird. Aber das ist leider nicht der Fall. Ja, ein bisschen was zum Fahrgefühl des Citroën EC4X ist natürlich völlig was anderes, als ich das mit meinem Tesla Model 3 gewohnt bin. Da versuche ich natürlich immer die optimale Route, die optimale Streckenführung zu finden, indem ich schaue, dass ich möglichst alle Kanaldeckel umfahren kann. Hier muss ich darauf nicht mehr achten. Ich kann unbesorgt einfach meine Strecke fahren, ohne dass ich mich großartig um Kanaldeckel kümmere, weil das einfach alles weggebügelt wird. Macht fast keinen Unterschied, ob ich jetzt da reinfahre oder nicht. Damit steht der Citroën EC4X fast alleine da am Markt mit diesem Komfort, mit diesem Fahrkomfort in dieser Preisklasse. Also echt mega. Ich freue mich auch schon darauf, dieses Fahrzeug mit dem stärkeren Motor, der hat, denke ich, 150 PS, zu erleben. Tut ihm sicher gut, diese paar PS mehr. Trotzdem finde ich, dass diese 136 PS vollkommen ausreichend sind. Reicht für Überholvorgänge, ohne dass einem die Füße einschlafen. Also hier kommt man wirklich überall gut durch. Natürlich eine Rakete ist es nicht, aber gute Beschleunigungswerte, die sind trotzdem gegeben. Was ich noch vergessen habe zu sagen, das Fahrzeug hat ja auch ein Head-Up-Display. Das war aber genau nach einem halben Kilometer bereits verschwunden. Das Armaturenbrett an sich ist schon sehr hoch und wenn dann noch die Scheibe da vorne rausfährt, da kannst du ja fast nicht mehr über diese Head-Up-Display-Scheibe drüber schauen. Also das war wirklich unangenehm. Deshalb habe ich das Ding sofort ausgeschaltet. Generell noch mit dem Fahrzeug, wenn du da unterwegs bist, da wird dir wahrscheinlich kein Mensch nachschauen. Obwohl das Design sehr stimmig ist, sehr gefällig ist, sehr elegant ist, ist es kein Design, das jetzt permanent die Köpfe der Leute verdreht. Damit müsst ihr euch abfinden. Also wenn ihr auffallen wollt, dann braucht ihr definitiv ein anderes Fahrzeug. Nicht den Citroën EC4X. Aber wenn du im Alltag wirklich einen sehr, sehr treuen Begleiter haben möchtest, der hier wirklich komfortabel alle Ecken und Kanten, alle Fahrbahnunebenheiten wegbügelt, dann bist du mit diesem Fahrzeug wirklich sehr gut aufgehoben. Ich denke, auch im Winter ist das Fahrzeug eine Freude zu fahren.
gerade mit dieser Ausstattung hier gibt es Lenkradheizung, gibt es Sitzheizung, gibt es auch diese Heizfäden hier in der Frontscheibe. Das heißt, ich kann hier rasch mal die Scheibe enteisen. Also es ist alles darauf abgestimmt, dass das Fahrzeug auch im Winter durchaus großen Alltagsnutzen bietet und dem Fahrer wirklich den Alltag so angenehm wie möglich macht. So, jetzt wieder auf der Autobahn, Tempo 130 laut Tempomat. Fahren ist natürlich hier super komfortabel, finde ich. Gerade auch der Spurhalteassistent, der funktioniert tadellos, ausgezeichnet, hält wirklich die Mitte der Fahrbahn. Und wenn man das Ding aktiviert hat, dann ist das echt ein Zugewinn. Gerade auf längeren Reisen wird dir hier echt einiges abgenommen und erleichtert. Hier musst du immer permanent aufmerksam sein und alert sein, denn es kann jederzeit sein, dass der Autopilot, nennen wir ihn mal so, die Spur verliert und dann du sofort übernehmen musst. Also das ist natürlich zu beachten. Es ist kein wirklicher Autopilot, sondern einfach ein Spurhalteassistent, der halt dann sich einfach mal abmeldet und aufs Klo geht, ohne dass er Bescheid gibt. Ja. Das ist ein feiner Assistent. Ja. Aber grundsätzlich durchaus okay, das habe ich schon wesentlich schlechter erlebt. Und mit dem Citroën EC4X bist du auch auf der Autobahn gut unterwegs. 150 km/h ist die maximale Geschwindigkeit, bis zu der du dein EC4 beschleunigen kannst. Ist natürlich künstlich abgeriegelt, um hier den Stromverbrauch irgendwo auch zu reglementieren und nach oben zu begrenzen. Auf der deutschen Autobahn mit den Machtkämpfen dort, da bist du hier mit diesem Citroën EC4X wahrscheinlich etwas untermotorisiert, beziehungsweise würdest du dir hier mehr Überholspur-Prestige wünschen. Ja, ist halt so. Ja, jetzt hier am Ladepark Pottbau in Eberstahlzell lade ich hier an einem super Schnelllader, an einem Hypercharger. 100 kW Ladeleistung verträgt der Citroën EC4X aber maximal. Das heißt, mehr geht leider nicht. Da hat er ein klein wenig das Nachsehen gegenüber dem zum Beispiel gleich teuren Tesla Model 3, das ja 170 bis 250 kW schnell laden kann. Natürlich auch nicht über die gesamte Zeit, aber Spitzenleistung gibt es hier bis zu 250 kW. Hier liegen nur 100 kW beim Citroën EC4X an. Das heißt, wenn du permanent Langstrecke fährst, nur Autobahn und viele Außendienstkilometer zurücklegen musst, dann würde ich vielleicht sagen, dass ein anderes E-Auto besser zu dir passen würde. Aber für alle anderen Anwendungsfälle ist der Citroën EC4X der perfekte Alltagsbegleiter. Ich habe jetzt auf meiner Reise auf die Berghütte nach Kärnten wirklich nur einmal geladen. Das war in Radstadt. Hier hatte ich die Möglichkeit, ich habe einen Hofer in der Nähe gehabt, wir haben hier kurz eingekauft und dann mussten wir auch schon wieder weiterfahren, weil das Fahrzeug fertig war. Also das geht eigentlich ratzfatz. Du lädst von 0 auf 80 in 30 Minuten, du rollst aber nie mit 0% zur Ladesäule. Das heißt, du kommst mit 10, 15, 20% an und willst dann laden und lädst dann eben in 20 Minuten das Auto wieder und kannst dann wieder weiterfahren. Und das ist ja auch so ungefähr der Wert, auf den sich alle Hersteller irgendwie verständigt haben. 20 bis 30 Minuten braucht im Prinzip jeder Hersteller, um das Fahrzeug wieder voll zu bekommen. Und beim Citroën EC4X, da der Akku ja nicht so groß ist, ist es halt auch mit einer Ladeleistung von 100 kW in dieser Zeit erledigt. 11 kW liegen AC an, das reicht natürlich auch, dass du schnell in der Stadt mal wieder ordentlich Reichweite nachladen kannst und die Ladestationen im Einkaufscenter oder in der Innenstadt lassen sich damit auch sehr gut nutzen. 358 Kilometer laut WLTP liegen hier Reichweite an. Im Herbst gibt es dann den größeren Akku, den effizienteren Motor. Dann werden hier 400 Kilometer zu erreichen sein. Und ich finde, das ist auch im Alltag wirklich ein sehr guter Wert. Gerade mit den sehr günstigen, effizienten Verbrauchswerten aktuell, also 13 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, habe ich in meinem Test hier verbraucht. Das ist wirklich sehr günstig und da kommst du lange auch mit diesem relativ begrenzten Akku aus. Also mein Fazit zum Citroën EC4X, das Fahrzeug ist wirklich eine Bereicherung für den E-Automarkt, weil es einfach doch einiges anders macht als die Konkurrenz, dabei super effizient bleibt
und ich finde das Auto echt gelungen. Schaut euch den Citroën mal an. Wenn ihr Gelegenheit dazu habt, beim Citroën-Händler eures Vertrauens, checkt euch auch im ersten Link in der Beschreibung, was das Fahrzeug in der Monatsmiete kosten könnte bei InstaDrive, denn das ist auch immer eine sehr gute Variante, wo alle Kosten übersichtlich mit drinnen sind und alles kalkulierbar bleibt. Also wirklich ersten Link checken, wie gesagt, um euch auch diese THG-Prämie zu sichern. Das war's. Vielen Dank fürs Mitdabeisein bei Icario. Vielen Dank fürs Zusehen beim Video und abonniert meine Kanäle, wo immer ihr mich auch findet. Würde mich wirklich freuen. Ein Thanks mit dem Thanks-Button direkt unter dem Video auf YouTube. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr etwas Wertschätzung zeigt und kommentieren, kommentieren, kommentieren. Reden wir über den Citroën EC4X und die Besonderheiten des E-Fahrzeugs, die mir wieder mal gezeigt haben, dass es wirklich Platz für Individualisten am E-Automarkt gibt und sich nicht alles immer nur um Eckdaten dreht, sondern hier wirklich auch Platz ist für E-Autos, die etwas anders machen und Bedürfnisse einer ganz besonderen Zielgruppe erfüllen. Vielen Dank fürs Mitdabeisein. Bis zum nächsten Mal. Go Green mit Style.